Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe steht unser Autowunschformat Twift auf dem Programm und ihr habt euch den 2009er Audi R6 C6 gewünscht und tatsächlich bin ich den noch gar nicht hier im Let's Play ausgefahren. Dementsprechend habe ich auch noch keine Runde auf der PXA-Teststrecke gesetzt und deswegen würde ich auch sagen, bevor ich auf euer Wunschtuning eingehe, holen wir das direkt mal am Anfang nach. Deswegen, ja, steigen wir ein, starten den Motor und los geht's mit der schnellen PXA-Teststreckenrunde. Und mit dem Start der Runde schauen wir natürlich aufs Datenblatt und da sehen wir, im Herzen schlummert ein 5 Liter V10 Biturbo-Motor und da auch ein ganz interessanter Side-Fact. Dieser V10-Motor ist mit dem damaligen V10 aus dem Lamborghini Gallardo verwandt. Großer Unterschied natürlich, beim Lamborghini haben wir einen selbstansaugenden Motor hier. Wie gerade eben schon gesagt und wie es hier auch steht, haben wir einen Biturbo-Motor, also einen zwangsbeatmenden Motor. Und dementsprechend hat der R6 auch ordentlich Bums. 580 PS und 650 Newtonmeter Drehmoment. So stark war kein Serien-Gallardo. Ja, der stärkste, der mir jetzt spontan einfällt, ist natürlich auch den wir hier im Spiel haben, den Superleggera mit 570 PS. Da gab es ja viele Sondereditionen noch, aber über diese 570 PS, zumindest mal laut meinem Kenntnisstand, ging es in der Serie nie. Also der Audi R6 mit ordentlich Leistung gesegnet. Das Ganze in Verbindung mit einem 6-Gang-Tiptronic-Getriebe und einem Gewicht von fast 2 Tonnen. Man muss hier auch natürlich nochmal dazu sagen, dass wir hier die Limousinen-Variante haben. Beim R6 gab es ja damals sowohl eine Limousine als auch eine Avant, also ein Kombi. Der Kombi wäre natürlich ein bisschen schwerer und definitiv über diesen 2 Tonnen, aber so oder so, es ist auf jeden Fall ein Schwergewicht. Umso erstaunlicher ist natürlich der Sprint von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden. Da hilft natürlich auch ein bisschen der Quattro, also der Allrad, aber trotzdem, das finde ich schon sehr, sehr, sehr ordentlich. Bei der Höchstgeschwindigkeit, ja, da haben wir einen weicht gefächerten Wert, 250 km/h bis 303 km/h. Naja, das liegt einfach daran, je nach Ausstattung und Paket war er halt unterschiedlich schnell. Also klar, 250 km/h müssen wir nicht drüber reden, ist natürlich elektronisch abgeregelt. Es gab dann nochmal ein besseres Paket mit 280 km/h und dann gab es auch nochmal eins, wo halt einfach komplett offen war und dann fuhr der sogar 303 km/h. Ja, ganz kurz zu den Fahreigenschaften. Was kann ich dazu sagen? Ich war tatsächlich sehr überrascht vom R6, weil, ja, fast 2 Tonnen, richtig schwerer Bock und nur die Straßenreifenmischung. Also weder Sport noch Semi-Slicks, logisch irgendwo auch. Trotzdem fuhr der sich super sportlich, ja. Man kennt auch, die Quattros sind eher leicht untersteuernd. Aber das Problem hatte ich jetzt hier gar nicht so. Also ich finde, der hat sich richtig, richtig gut hier handeln lassen. Hat richtig Spaß gemacht, diese dicke Limousine hier zu fahren. Und ich glaube, die Zeit spricht auch definitiv für sich. Denn er fuhr eine 2 Minuten 18.089. Und wenn man das mal so vergleicht, gerade auch in Bezug auf den Forza internen Leistungsindex, ist es ganz ordentlich. Also nur der NSXR GT, der, naja, sowieso ein bisschen mehr auf Sportlichkeit getrimmt ist, ist da schneller und nicht viel. Ja, das sind jetzt halt gerade, ja, so mehr oder weniger 3 Zehntel. Und ja, das passt vollkommen. Also er schlägt hier einige andere Fahrzeuge, wo man eher denkt, ja, die dürften eigentlich ein bisschen sportlicher und schneller sein. Ich meine, wie klar, wie gesagt, so rum. der Quattro hilft natürlich gerade am Start, da holt man natürlich schon mal ein bisschen Zeit raus, gerade jetzt im Vergleich zum E92 M3 zum Beispiel. Aber trotzdem, er schlägt ihn. Ja, bei 6 Zehntel, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Also ich finde, der hat einen ordentlichen Job gemacht und wie schon gesagt, zu meiner Überraschung, sehr, sehr sportlich gefahren. Also wir sind schon einige schwere Fahrzeuge gefahren, die so 1,8, 1,9, 2 Tonnen und mehr hatten. Und die haben sich zum Teil nicht so toll fahren lassen. Und die hatten zum Teil sogar schon Sportreifen, was er hier nicht hatte. Dementsprechend bin ich natürlich sehr angefixt, was man da so alles tunen kann. Und da kommen wir, denke ich, einfach schon mal direkt auf euren Tuning-Wunsch. Da können wir auch schon mal direkt ins Tuning-Menü springen. Denn ihr habt euch tatsächlich einen performanten Aufbau gewünscht. Also Maximalaufbau gab es natürlich auch immer wieder ein paar Leute, die sich das gewünscht haben. Aber tatsächlich die meisten haben gesagt, nö, wir wollen den ein bisschen performant haben. Und wir wollen auch in erster Linie den so ein bisschen seriennah haben. Also viele wollten gar nicht jetzt irgendwie komplett, ja, weg vom Original. Ich meine, gut, ne, der Motor ist halt auch schon geil. 5 Liter V10 Biturbo. Ich meine, geiler geht's ja eigentlich nicht, ne? Also, das ist schon nice. Trotzdem würde ich ganz, ganz gerne mal am Anfang gucken, was könnte man denn maximal aus diesem Motor rausholen? Also, was wäre die maximale Leistung?
Ich denke mal nicht, dass ich es einbauen werde, wie schon gesagt, weil das auch nicht euer Wunsch ist. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal, was so geht. Ja, ich denke, klar, Nockenwelle und das Turbo-Upgrade macht natürlich einen ordentlichen Sprung. Ja, da sehen wir es. 152 kW holen wir da nochmal raus. Ich mache auch mal das dazu. Dann wären wir bei 728 kW. Aus dem Kopf raus weiß ich, dass das nicht ganz 1000 PS sind. Aber 900 sind das auf jeden Fall. Oder über 900. Wir rechnen es ganz kurz mal in PS um. Und das sind, ja, ziemlich knapp keine 1000 sogar. Das sind 990 PS. Das ist natürlich schon ordentlich. 1010 Newtonmeter Drehmoment. Also man kann da schon richtig, richtig Leistung rausholen. Und wisst ihr was? Ja, für die Freunde, für die, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, knapp 20 Leute, die sich einen Maximalaufbau gewünscht haben. Für euch machen wir das mal, ja. Ich baue das jetzt mal ein, so. Und ich mache mal noch vielleicht schon mal direkt die Semislicks drauf. Sonst nichts, ja. Einfach eine andere Reifenmischung, entsprechend die Leistung und go for it. Und dann gehen wir jetzt einfach mal auf den Motorway und dann will ich einfach mal gucken, wie der so durchzieht. Klar, Gewichtsreduktion würde natürlich jetzt auch nochmal extrem viel bringen bei der Beschleunigung. Aber ja, man muss ja vielleicht noch was haben für dich. Ja, vielleicht fixt dich die Folge heute so ein bisschen an, wo du sagst, den baue ich auch mal auf und dann mache ich das mit ja allem raus und Maximalaufbau und, und. Und apropos Maximalaufbau, da will ich nochmal was dazu sagen. Mir ist aufgefallen in letzter Zeit mal wieder, dass es, glaube ich, einige Zuschauer gibt, die relativ neu in der Forza-Reihe sind, was ja prinzipiell nicht schlimm ist, ist sogar eher gut. Herzlich willkommen erstmal in der Forza-Familie und natürlich hier auch in der PXH-Familie. Und mir fällt immer wieder auf, dass wenn es keinen Maximalaufbau gibt, ja, dass dann immer wieder Kommentare auftauchen, kein Maximalaufbau, ist ja voll piep, 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 ja, also nicht alle drücken sich so vulgär aus, aber halt, ne, der Sinn ist klar. Und ich glaube halt, dass viele halt auch wirklich aus dieser Need for Speed, The Crew und so weiter Ecke kommen. Und ich empfehle da einfach in erster Linie mal meinen Tuning-Guide, gerade im ersten Part, wo ich so ein bisschen allgemein auf vieles eingehe. Aber das möchte ich hier auch mal ganz kurz zitieren, ja, Forza ist nicht Need for Speed und Konsorten, also hier heißt Maximalaufbau nicht maximal bestes Auto, sondern es ist wie im realen Leben hier in diesem Spiel. Ja, es ist eine Kart Racer, aber trotzdem muss man sich schon manchmal Gedanken machen. Macht es Sinn, dieses Teil einzubauen oder nicht? Denn, naja, mehr Leistung, mehr Leistung ist nicht immer sinnvoll, weil wenn du die Mehrleistung nicht auf den Asphalt kriegst oder wenn diese Mehrleistung nicht im Einklang mit dem Rest ist, mit Fahrwerk, Reifen etc., dann fährt sich das halt nicht gut, also nicht spaßig, ja? Also, ich meine, klar, je mehr du einbaust, in der Regel, desto schneller ist es, aber es ist halt nicht immer zu 100% umsetzbar, das möchte ich damit sagen. Und deswegen sind performante Umbauten oder Aufbauten in den meisten Fällen viel spaßiger zu fahren, weil das Verhältnis zwischen wie bremst sich's, wie fährt sich's, wie geht's durch die Kurven, wie schnell ist es in den Kurven, wie viel Beschleunigung hat's, etc. pp. Ist einfach viel, viel spaßiger. Ja, und deswegen empfehle ich auch jedem, fahrt mal ein richtig schön performantes Tuning und dann fahrt mal im Vergleich einen Maximalaufbau dagegen. Und ich meine damit jetzt nicht ein Hypercar oder so, weil bei Hypercars liegt das immer ziemlich nah beieinander, sondern wirklich mal so ein älteres Fahrzeug, wie zum Beispiel für mich ist der hier. Ihr werdet feststellen, ja, das performante Fahrzeug macht mehr Spaß. Gerade in einer Welt wie in Forza, wo es sehr viele kurvenreiche Strecken gibt. Und nicht so oft den Motorway wie hier, wo man halt immer Vollgas geben kann. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt Vollgas geben. Wie viel Ladedruck haben wir denn eigentlich? Wenn das will ich jetzt auch mal kurz wissen. Blenden wir das mal kurz ein. 1,62 Bar. Ja, das ist ordentlich für einen V10 Biturbo. Also der zieht schon gut durch, ja. Also die 300 knacken wir jetzt ohne Probleme. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, 350 haben wir auch. Mal gucken, so 370, oder? Ist drin. Jawohl. Sogar 380. Lecko funny hier. Ja, da wär's ja auf jeden Fall der King erstmal. Auf der Autobahn. Aber wie schon gesagt, diese Leistung wird wahrscheinlich nicht wirklich umsetzbar sein, damit wir auch wirklich Rennen fahren können.
Und um das geht es ja schlussendlich auch. Deswegen, ich setze es jetzt einfach nochmal komplett zurück. Und dann bauen wir mal ein bisschen Performante auf, dass das eben ein bisschen so im Einklang ist. Und da fange ich dann auch erstmal mit den Elementen an, die crypt-technisch Sinn machen. Also klar, wir könnten jetzt Forza-Flügel und so anbringen. Ne, mehr aerodynamischer Andressdruck ist immer geil, aber das machen wir jetzt mal zwecks der Optik nicht. Ja, Reifen, ich würde sagen, wir nehmen die Semi-Slicks, das ist okay. Wir nehmen auch mal richtig schön breite Reifen, 315er vorne und auch hinten. Das ist natürlich auf jeden Fall ordentlich. Und Felgen würde ich schon ganz gern andere nehmen. Einige haben geschrieben BBS-Felgen. Ich weiß es allerdings nicht, ob BBS-Felgen jetzt bei dem so geil aussehen, ehrlich gesagt. Weil die könnte man eigentlich machen. Ja, weiß nicht. Die nicht. Wobei, wir haben ja noch die anderen, die jetzt zwar nicht unbedingt super viel leichter sind, aber ich weiß nicht, ob BBS-Felgen hier wirklich das Richtige sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, da gibt es andere Felgen, die da besser zu dem Fahrzeug passen. Aber Felgen ist eh immer so ein schwieriges Thema, wie ich finde. Da wirst du eh nicht jeden Geschmack treffen. Ich gucke nochmal ganz kurz hier rein, ob wir irgendwas haben. Ich finde ja solche Felgen gar nicht so verkehrt bei einem Audi, aber ja, ist natürlich immer so eine Sache. Ach, schwierig, ey, schwierig. Auch die fände ich okay. Aber was macht man beim R6 für Felgen, ey? Das ist echt eine gute Frage. Da habe ich mich noch gar nicht mit so beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Bei BBS sehe ich da irgendwie nicht so. Die hier und dann oder die und dann einfärben. Ich find halt echt, in Forza gibt es echt nicht viele schöne Felgen. Es tut mir echt leid, das so zu sagen, aber irgendwie die finde ich ja auch immer ganz geil. Aber passen die? Das ist die Frage. Also ich würde die dann natürlich einfärben, tatsächlich. Aber ich glaube, ich mach's mal und dann bleiben wir beim Blau und dann ja, komm, ich mach die mal. Ich weiß nicht, jeder wird damit glücklich sein, aber so what. Wir bleiben bei 20 Zoll. Ist halt cool, dass auch schon damals hier 20 Zoll verbaut wurde. Also damals, ne, ist auch schon über 10 Jahre her, 2009. Ab 2008 wurde der ja gebaut, der C6, auf Basis natürlich des damaligen A6 C6. Und das ist natürlich schon cool, dass da damals schon, also für damals sind das große Felgen gewesen. Klar, heutzutage ist selbst 22 Zoll kein Hexenwerk mehr. So, wir gucken mal. Wir können, glaube ich, hier echt die maximale Breite angehen. Wobei, ich glaube, wir machen mal vorne ganz kurz das eher so. Zack. Zack. Und dann machen wir auch mal hier die ganze Geschichte. Passen wir mal an. Ah, das ist auch noch sowas, ne? Da habt ihr jetzt gerade gesehen. Ups, alles, ich habe es ein bisschen zu schnell gemacht. Dass hier so ein extremer Balken zurückgegangen ist, ja, und dann schrecken ja vielleicht viele zurück und sagen, nee, das mache ich nicht, die Balken sind ja viel weniger. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Also, das Renngetriebe ist natürlich besser als das Seriengetriebe, weil es einfach auch schon schnellere Schaltzeiten hat, das ist komplett einstellbar. Trotzdem werden die Balken schlechter. Klar, weil das halt hochgerechnete Werte sind und mit den Standard-Settings des Renngetriebes ist es vielleicht auch schlechter, aber wenn man es richtig einstellt, ist es definitiv besser. Deswegen auch nochmal ein Tipp an die ja, Forza-Neueinsteiger oder vielleicht die, die es noch nicht wussten. Bei diesen Balken, die sind zwar ganz nett, aber darauf würde ich mich nicht stürzen. Ja? Also wenn du sagst, boah, das Fahrzeug hat überall 10er Werte, das ist ja mega gut. Nein, also wirklich nicht. Denn tatsächlich der einzige Wert, der so ein bisschen die Realität oder das widerspiegelt, was man dann auf der Strecke auch spürt, ist tatsächlich der Handling-Wert, wobei natürlich beim Handling-Wert das auch mit Vorsicht zu genießen ist. Da kann man übers Feintuning auch sehr viel zerstören oder auch retten, ja, oder nochmal verbessern. Also, ne, ein 9,0 Handling-Wert ist nicht gleich ein 9,0 Handling-Wert, ja, das nochmal ganz klar. Aber der ganze Rest, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Start, Bremsen, ist, ja, also das kann man fast schon ignorieren. Also man kann es natürlich klar so als grober Richtwert nehmen, ganz klar. Also wenn ein Fahrzeug irgendwie Beschleunigung 9 hat und das andere nur 7, kann man schon davon ausgehen, dass das eine schon besser beschleunigt, aber ich würde wirklich dann auf solche Werte eher achten, ja, was da so steht und auch da nicht immer alles hundertprozentig nehmen, sondern vieles einfach dann auch selber rausfinden und spüren. Also, wie gesagt, diese Balken
ist zwar nett, aber da müssen wir auch wieder von diesem Need for Speed Tuning Gedankengang weg. Oh, hoher Wert, also besser. Nein. Nein, nein, nein. Wie gesagt, der einzige Wert ist wirklich der Handling-Wert, auf den man so ein bisschen gucken kann. Also wenn da ein Fahrzeug jetzt, ne, wenn wir jetzt bei S1 sind und da jetzt Richtung 8, irgendwas gehen, dann wissen wir sind auf dem richtigen Weg, sozusagen. Das kann man sich schon mal merken. So, wir bauen das jetzt aber ein und dass wir heute auch noch mal ein bisschen zum Fahren kommen. Und ja, Fahrwerk machen wir natürlich auch hier rein. Ich glaube, wenn die Limo auch ein bisschen hier tiefer liegt, dann sieht es auch schon echt ordentlich aus. Ja, jetzt Gewicht. Da können wir natürlich jetzt ordentlich was wegnehmen. Boah, 1,5 Tonnen nur noch. Also da haben wir natürlich mehr Carbon dann verbaut unterm Kleid als gedacht. Aber hey, why not? Machen wir mal. Und wir können tatsächlich nichts an den Bremsen ändern. Das heißt, die Audi Sportbremsen hier sind quasi schon die besten. Und ich glaube, wir können ja tatsächlich vorne jetzt noch mal ein bisschen weitergehen. Ja, wer hätte es gedacht? Zack. So. Und das muss ich gerade mal gucken. Das haben wir ja schon alles drin. Ich kontrolliere es trotzdem nochmal. Also jetzt sehen wir, wir sind bei 844 und haben einen 7,7 Handling-Wert. Das ist jetzt. Das ist okay, sage ich jetzt mal. Aber deswegen könnten wir jetzt eigentlich gar nicht, wenn wir performant sein wollen, gar nicht so viel mehr Leistung verbauen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Also, der ist schon ordentlich potent, aber weil es eine dicke Limo ist und weil er sich in der Serie schon so gut gefahren hat, würde ich jetzt sagen, gehen wir trotzdem mal ein bisschen noch Leistung drauf. Ja, so ein bisschen können wir auf jeden Fall noch machen. Ich würde jetzt, weiß nicht, ob Hubraum jetzt sinnig ist, wobei, doch, machen wir mal. Und im Turbo mache ich jetzt mal nichts. Und dann ja, können wir so, streben wir mal so 860 Li an, kriegen wir das hin, über die Ventile vielleicht. Jawohl. Und dann soll das passen. Da haben wir 467 kW. Das ist irgendwie mehr als ordentlich für den alten R6 hier. Ja, schön wäre, wenn wir auch mal die neueste Generation bekommen würden. Den C8. Das wäre natürlich nice. Ja, lass mich nochmal ganz kurz umrechnen. Wie viel Leistung haben wir denn jetzt in PS? Also nicht ganz diese fast 1000. Wir haben jetzt 635. Das finde ich ist okay. Ist natürlich nur eine leichte Steigerung zur Serie. Und viele würden jetzt sagen, buh, aber glaub mir mal, ich glaube, das ist mehr als genug Leistung für dieses Fahrzeug. Das ist mehr als genug Leistung. Und jetzt passen wir natürlich die Felgen noch an, weil ich würde sagen, diese dunklen Felgen, ja, kann man schon machen, aber nee. Ja, bei der Fahrzeuglackierung wurde sich auch das Unterschiedlichste gewünscht. Ich würde sagen, wir gehen. Ich weiß nicht, einerseits finde ich das Blau eigentlich nice. Ich meine, wir müssen was mit Blau fast schon machen. Wobei so, mit Grau und dem blauen Streifen könnte man eigentlich wie auch machen. Würde auch irgendwie passen. Aber ich glaube, ich lasse das so. Das passt schon so. Wenn wir jetzt die Felgen anpassen. Machen wir mal so eine Alu-Optik. Machen wir es denn halbglänzend? Machen wir so halbglänzend. Und das müssen wir. Ist es die Inside oder das Felgenhorn? Ich blick's als nie. Nee, Inside ist es nicht. Dann ist es das Felgenhorn. Ja, da ist gleich alles in dem Alu. Moment, machen wir das anders. Wir machen gleich alles. So. Ja, die Felgen auch mal in der Farbe sieht man eher selten, aber ich finde es eigentlich ganz gut so. Und ja, jetzt wird es aber natürlich höchste Zeit, da mal ein bisschen rauszufahren, ein bisschen Action zu machen. Aber ich hatte einfach das Gefühl, ich muss jetzt mal ein bisschen ein paar Sachen auch nochmal erwähnen und erklären. Für die Alteingesessene natürlich nichts Neues. Ja, das Getriebe können wir jetzt ein bisschen kürzer machen, zumindest mal den ersten und zweiten Gang, denke ich mal. Ich fahre trotzdem jetzt mal ein paar Meter. Der ist super direkt auf der Vorderachse jetzt. Ja gut, ich meine, wir haben so breite Reifen da vorne. 315er Schlappen. Aber ich meine, gut, die Vorderachse muss auch einen fetten V10 halten. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, fährt schon gut. Fährt schon gut. Wäre vielleicht mal ein Fahrzeug für eine C4R Broadway-Ausgabe. Auch wenn der Motor natürlich vorne immer eine Gefahr ist, direkt zerstört zu werden bei Cops vs. Racer.
Was er auf den ersten Metern macht, einen ganz guten Eindruck. Ich will trotzdem mal direkt mal die Telemetrie dazu schalten. Also mal gucken, ob wir schon direkt aus den Werten ablesen können, wo wir nochmal ein bisschen was rausholen können. Gerade Radsturz kann man hier immer prima ablesen. Regen hilft jetzt natürlich nicht so wirklich. Aber ich würde fast sagen, Hinterachse können wir fast schon lassen und Vorderachse können wir vielleicht auch über den Nachlauf ein bisschen noch was regeln. Ich würde mal sagen, wir machen vorne ist ein bisschen weniger, ein bisschen so. Reifenmischung können wir auch ein bisschen runtergehen, wobei so viel braucht es eigentlich gar nicht. Ja, Getriebe auf jeden Fall müssen wir ein bisschen kürzer gehen. Das ist sowieso ein bisschen zu lang, würde ich fast schon behaupten. Übersetzt. Ja, wir sehen, wir gehen kürzer und trotzdem in der Telemetrie geht die Höchstgeschwindigkeit hoch. Klar, weil wir einmal die Power im letzten Gang besser ausfahren können. Stabi würde ich sagen, können wir ein bisschen runtergehen vorne. Nicht zu viel, weil er fährt sich schon sehr, sehr gut über die Vorderachse. Das würde ich auch mal erstmal lassen. Das ist eigentlich alles ganz gut. Wir könnten ihm vielleicht ein bisschen mehr Power an die Hinterachse geben. Finde ich jetzt gar nicht verkehrt. Ach komm, wir machen es ein bisschen sexuell mit 69%. Die Jüngeren müssen das nicht verstehen. So, wunderbar. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal ein Rennen gleich. Ich weiß noch mal ein paar Meter. Vielleicht mal ganz kurz durch die Serpentinen da vorne. Er ist auf jeden Fall auf der Hinterachse jetzt sehr, ich sage jetzt mal, sehr spontan unterwegs. Anders, als er das in der Serie war. Aber untersteuern würde ich ihn auf jeden Fall jetzt nicht nennen. Also man muss jetzt eher aufpassen, dass die Hinterachse einen nicht direkt überholt. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, weil das mal eine ganz andere Art von Sportlichkeit ist in so einem RS6. Ja, auch diese engen Kurven nimmt er echt mit Bravour. I like. Gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, der Wunsch war ein performantes Fahrzeug. Also ein Fahrzeug, was sowohl Power hat, und das hat er einfach in der Serie schon sehr viel, deswegen ist die Leistungssteigerung da jetzt nicht die krasseste, wobei wir einiges umgebaut haben. Ich meine, wir haben jetzt einen 5,4 Liter, also allein den Hub vergrößert. Wir haben neue Abgasanlage, Luftfilter etc. Und wir haben natürlich massiv bei dieser schweren Limo was verändert, was puncto Fahrverhalten angeht. Wir könnten sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, das Fahrzeug ein bisschen härter machen. Also ein bisschen stärker federn. Ich glaube, das schadet dem gar nicht. Nicht viel, aber ein bisschen würde, glaube ich, gehen. So, und den Rest lösen wir vielleicht über die Dämpfer sogar. So. Jetzt sind wir immer noch kein Rennen gefahren, aber hey, man muss ja gut vorbereitet sein. Ja, das typische Audi-Interieur damals so um 2010 rum. Also ich finde, wenn man mal guckt, wie die Geschwindigkeit nach oben wandert und es jetzt einfach mal mit der Realität vergleicht, ne, wie so Fahrzeuge beschleunigen, würde ich sagen, der drückt schon noch ordentlich. Selbst bei 250 Sachen drückt der schon noch ordentlich nach vorne. Jetzt bergab sowieso.
könnte sogar den letzten Gang etwas länger setzen, würde ich fast behaupten. Dann wäre da vielleicht sogar noch mehr Topspeed drin. Zu viel will ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, das passt schon so. So, jetzt aber endlich fahren wir mal ein Rennen. Also zwei Rennen will ich heute noch fahren. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Rundkurs. Ja, wenn er sich im Rundkurs bewährt, dann würde ich sagen, haben wir das Ziel performantes Tuning definitiv hinbekommen. Ja, in der Super Saloon-Klasse ist er drin. Da passt er ja auch rein. So. Ja, und auch generell natürlich der Hinweis, wenn du einen Autowunsch hast, dann klick dich in die Videobeschreibung. Da gibt es das entsprechende Twiff-Formular. Da kannst du dir dann dein Traumauto wünschen. So, jetzt gucken wir doch mal, ob wir mit unserem Tuning den richtigen Weg eingegangen sind oder doch zu wenig Leistung verbaut haben. Aber wenn ich sehe, wie ich die in den Kurven easy stehen lasse, kann man davon ausgehen, dass wir deutlich mehr Geschwindigkeit auch aus den Kurven mitnehmen. Hupsala, ein bisschen aufpassen. Ja, der erste Gang habe ich gesehen, müssen wir nochmal ein bisschen kürzer machen. Der ist tatsächlich, der verschluckt das sich fast am Start. Aber sonst würde ich sagen, ist das schon ganz ordentlich. Ist eine gute Mischung aus Stabilität in den Kurven, aber auch nicht zu untersteuernd. Also ich finde, das ist ganz gut getroffen. Na, der absolute Pro würde jetzt sagen, oh, für mich immer noch zu untersteuernd. Aber ich glaube, auch der Laie kann jetzt mit dem Fahrzeug hier sehr, sehr angenehm und sehr gut fahren. Also ich würde mal behaupten, wenn wir im Rundkurs so gut hier durchs Feld pflügen, dann ist wohl der Performanceaufbau geglückt. Ja, guck mal, der liegt schon richtig gut hier. Könnte man ja schon fast meinen, wir sitzen im R8. Ne, okay, das vielleicht jetzt nicht, aber... Ne, wenn ich jetzt so ein Fahrzeug fahre, dann würde ich eher sagen, okay, das ist halt so ein RS4, ein RS5 oder so. So ein etwas kleinerer, doch schon sportlicherer, aber dass dann doch die dicke Limo so abgeht... Das zeigt jetzt halt einfach, man braucht nicht mehr Power. Das Ding von der Power absolut genug. Na guck mal, die lassen wir gerade stehen da hinten. Und das sind alles andere als schlechte Fahrzeuge. Gucken wir gleich mal noch ein Sprintrennen an. Da ist ja meistens ein bisschen mehr Power gefragt. Was da ausschaut. Ganz kurz nochmal den ersten Gang an, dann gebe ich euch das Tuning auch sehr gerne frei und dann könnt ihr es mal selber auschecken. Aber ich finde, für so ein schnell zusammengebasteltes Tuning in der Folge ist es doch ganz ordentlich. Macht das auf jeden Fall Spaß zu fahren. Und ja, ich weiß, über die Felgen können wir natürlich streiten, aber so aus dem Nichts heraus ist mir jetzt auch nichts eingefallen, was irgendwie zum Stil des R6 passt. Upsala. So, erster Gang. Da müssen wir nochmal ran. Den packen wir jetzt einzeln an. Ja, dann machen wir den mal ein bisschen kürzer. Auch wenn links es heißt, dass die Beschleunigung langsamer ist. Aber wie gesagt, diese Werte links, die sind auch nur dann irgendwo Richtwerte. Ich muss sagen, den machen wir auch nochmal einen Tick kürzer. Die ersten drei. Hier. So. Dann gucken wir doch mal, ob sich das jetzt besser beschleunigen lässt. Gerade so aus, wenn man gar keine Drehzahl dreht, wie geht er da so rein? Ja, das ist okay, würde ich sagen. Er springt direkt zu 3,5. Ja, bis so 3. 3 ist auch okay.
Und normalerweise startet man ja mit ein bisschen Drehzahl. Ja, das passt schon. Ich würde sagen, das passt. Ja, dann machen wir noch einen Sprint zum Schluss. Und gucken, ob wir da auch bestehen können. Ich glaube schon. Ich glaube schon. So, zack, zack. Auf geht's. Ah, im Übrigen, apropos TWIF-Formular, alle Autos der aktuellen Season, gut, so viele sind jetzt nicht dazugekommen, aber alle Autos, die es aktuell gibt im Spiel, sind auch im Formular verfügbar. Und falls du irgendwelche Special Vehicles suchst, wie jetzt die Willkommenspaket oder die Pre-Order, die sind da nicht aufgeführt, weil ich einfach sage, okay, wenn du die speziellen sehen möchtest, dann kannst du das ja im sonstiges Feld angeben. Ja, dann kannst du ja sagen, ja, hey, ich möchte jetzt den Ford GT in der Willkommenspaket-Version sehen, dann schreibt es da einfach dazu. Deswegen, die sind da nicht extra aufgeführt. Aber sonst sind alle Fahrzeuge jetzt aufgeführt im Formular. Also auch zum Beispiel der Tekken Racer aus der Vorseason ist mit dabei. Als auch aber zum Beispiel der neue Emory 356 RSR, den wir uns hier in der letzten Folge angeschaut haben. Wie die schon Platz machen, die haben schon richtig Angst. Richtig gut. Ist natürlich ein sehr, sehr direktes Einlenkverhalten von dem Fahrzeug, aber ich sag's nochmal, bei so einem krassen Reifenquerschnitt, und da ist ja Forza relativ einfach gestrickt. Normalerweise natürlich, wenn man so fetten Reifenquerschnitt vorne hat, dann kostet es ja normalerweise auch mehr Kraft für die ganze Lenkübersetzung und alles. Hier in Forza ist es aber relativ einfach gestrickt. Je mehr Reifenquerschnitt, desto mehr Grip, fertig. Und natürlich, je mehr Grip, desto schneller natürlich auch die Umsetzung von Lenkbefehlen. Dementsprechend hat der halt einfach auch so ein krasses Einlenkverhalten. Deswegen, ja, man muss schon ein bisschen feinfühlig einlenken, aber wenn man das dann macht, dann kriegt man hier echt eine Präzisionswaffe. Das macht schon Spaß zu fahren. So, jetzt der zweite Abschnitt der Strecke ist doch ein bisschen mehr Power. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob wir da trotzdem gut mithalten können. Und ich meine, wir haben ja natürlich, auch wenn wir nur, ich sag mal, knapp 50 PS draufgelegt haben, und ich meine, 50 PS mehr oder nicht mehr, ist ja auch schon mal was, aber wir haben natürlich fast 500 Kilo abgespeckt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also leistungsgewichtstechnisch sind wir natürlich ordentlich besser geworden. Von 580 PS mit 2 Tonnen zu 635 PS oder was wir da jetzt gerade drin haben, zu 1,5 Tonnen. Das ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Deswegen, die Leistung alleine ist jetzt nicht das Problem. Ja, und da ziehen wir jetzt beim Beschleunigungsduell den einfach mal ab, glaube ich. Wobei, er kommt. Mal gucken. Mal gucken. Nichtsdestotrotz sage ich trotzdem schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, dann würde ich auch sagen, wir sehen und hören uns in einer der nächsten Folgen von Forza Horizon 4 doch hoffentlich wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao. Thank you.